Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich möchte jetzt einen Vortrag halten über ein Projekt aus Dresden, wo wir gemeinschaftlich mit der Bevölkerung Gebäudeinformationen in einer Karte gesammelt haben. Und Gebäude sind ja sehr wichtig für uns alle. Also wir schlafen dort, wir essen dort, leben dort, verbringen sehr viel Zeit dort in Gebäuden. Vielleicht investieren wir auch recht viel oder zahlen Miete. Also viele Dinge des Lebens, der Gesellschaft etc. drehen sich irgendwie um Gebäude. Und ja, so können wir sagen, dass quasi so soziokulturell, wirtschaftlich oder auch ökologisch Gebäude oft sehr relevant sind und die aber auch sehr viel Ressourcen brauchen, also Materialien, die in den Bau von Gebäuden geflossen sind oder auch für die Instandsetzung wieder für den Betrieb, Energie zum Heizen, es fallen CO2-Emissionen dann an etc. Also auch hier sind viele Fragen, die hier wichtig sind, zum Beispiel auch der Flächenverbrauch von Gebäuden. Es gibt Potenziale für die Klimaanpassung an Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel Starkregen oder Hochwasser oder auch die Hitzeentwicklung im Sommer, also welche Gebäude da besonders stark sich aufheizen und eben wirklich vielleicht kaum auszuhalten sind und welche aber dann doch schon ganz gut angepasst sind. Oder auch Klimaschutz, wie eben energetische Sanierung, erneuerbare Energien auf dem Dach etc. Genau, und alle solche Fragen, die auch jetzt wahrscheinlich in beiden anderen Vorträgen auch noch mit thematisiert werden, die erfordern eine gute Wissensbasis, also dass wir quasi über Gebäude Bescheid wissen, dass wir Input bekommen, um dann Modelle zu designen und zu analysieren, um letztendlich irgendwie vielleicht eine Entscheidungsunterstützung für Wissenschaft, für Planung, für Politik hinzubekommen. Und hier finden wir eben zum Teil viele Daten vor, zum Teil aber auch große Wissenslücken, also dann die Kommunen ganz unterschiedlich aufgestellt. Mal gibt es vielleicht nur von ganz aktuell neu gebauten Gebäuden Daten, mal nur zu dem Aspekt. Also es ist sehr heterogen und hier wollen wir ansetzen, um für verschiedene Gebäudemerkmale quasi eine neue Datenbasis gemeinschaftlich zu erfassen. Die Projektidee, die ist gefördert worden durch einen Wettbewerb, Citizen Science Wettbewerb mit 50.000 Euro Preisgeld. Dieses Projekt in Dresden haben wir letztes Jahr im Wesentlichen durchgeführt und da ging es darum, eben Baukultur und klimagerechte Architektur zu unterstützen durch dieses Gebäudewissen, was wir gemeinschaftlich erfassen und erforschen wollen. Wir haben es gemeinsam durchgeführt mit verschiedenen Partnern, zum Beispiel mit der SLUB Dresden, also der Universitäts- und Staatsbibliothek, mit einem Zentrum für Baukultur, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, Technische Sammlung, das Museum, städtische Bibliotheken in Dresden etc. Und ja, konnten da auch auf weitere Partner hier noch setzen. Ziel des Projektes waren unter anderem diese Plattform, die ich gleich noch ein bisschen zeigen werde, weiterzuentwickeln und anzupassen für Dresden und auch so ein lokales Netzwerk aufzubauen mit verschiedenen Akteuren, um quasi das gemeinschaftlich vorantreiben zu können und vielleicht auch nachhaltig noch darüber hinaus wieder weitermachen zu können, zu verstetigen, wie wir dann gerne in der Forschung sagen. Wir haben verschiedene sogenannte Citizen Science Aktionen durchgeführt, komme ich auch gleich nochmal genauer dazu, also verschiedene Vortrags-Dialogsformate, Spaziergänge, wo man Gebäudemerkmale erfasst. Wir waren auf verschiedenen Ausstellungen vertreten etc. Ein weiterer wichtiger Punkt war so der Wissenstransfer, also von diesem Wissen aus der Forschung hinaus in die Bevölkerung. Da geht es oft darum, auch wie erklärt man etwas, wie kommt man ins Gespräch, hat man gerade so eher seine Fachwörter, die man nutzt oder ist es doch eher halbwegs verständlich, wie man das ja, erzählt. Und auch so die nachhaltige Verankerung Open Data, Open Source zum Beispiel auch im Projekt sei hier genannt. Das Projekt ist angesiedelt in einem weltweiten Forschungsnetzwerk, Coloring Cities Research Program. Coloring deshalb auch, weil quasi die Karten bunt eingefärbt werden, das zeige ich dann gleich, und deswegen quasi die Städte in der Karte eingefärbt werden. Das hat in London seinen Ursprung mit Coloring London und hat inzwischen Nachahmer gefunden in verschiedensten Ländern weltweit und es wird auch weiter noch wachsen. Wie können jetzt Citizen Scientists, also quasi Bürgerinnen und Bürger, beitragen? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten in dem Projekt. Also man kann eben die Daten erfassen, crowdsourced eintragen, man kann über einen Bulk, Massenupload, andere Datensätze mit einspielen, die dann dort mit auch das Bild vervollständigen können. Man kann quasi weitere Daten dort bereitstellen. Wir haben quasi in Wikiversity so eine Seite, wo man einfach auch sagen kann, ich habe vielleicht eine interessante Datenquelle, die hier interessant sein könnte. Guckt euch das mal an, schreibt man in Wikiversity mit auf die Liste, um vielleicht anderen damit eine Anregung zu geben, dass sie dort auch mal vorbeischauen können, um was über Gebäude, über Luftbilder etc. lernen zu können.
Man kann natürlich selber auch ein Carding-Projekt starten, also gerne auf uns zukommen, wenn man da auch Ideen hat für weitere Städte. Also Dresden ist jetzt die erste Stadt in Deutschland, die das umgesetzt hat. Man kann im GitHub-Repository mitentwickeln, Veranstaltungen unterstützen etc. Das sind also vielfältige Möglichkeiten. Und die verschiedenen Veranstaltungsformate, die ich eben erwähnt habe, sind hier in Fotos nochmal so ein bisschen gezeigt. Also wir hatten so eine monatliche Dialog- und Vortragsreihe, zum Beispiel hier, wie erkenne ich denn Baualter und Baustile? Hat man hier einen Gast, der das uns gut erklären konnte. Wir haben Workshops durchgeführt, hatten oft auch so ein Touchscreen, das hat sich auch mal sehr bewährt, wo quasi diese Anwendung dann lief und wo auch die Leute gerne eingetragen haben und auch sich unterhalten haben. Also es war oft so ein Mehrwert, dass dann einer von uns dort stand und man dann dort quasi gleich unterhalten konnte, ach ja, warum haben Sie das eingetragen oder was wollen Sie dazu erzählen? Was denken Sie gerade über die Gebäude dort? Also das war auch mal sehr spannend oder eben auch solche Spaziergänge wie Mappersons. Komme ich nun kurz zur Anwendung selbst, die ich kurz gerne zeigen möchte. Also hier, die können Sie auch dann gerne, oder könnt ihr auch gerne aufrufen. Wir haben quasi die Karte von Dresden hinterlegt. Das ist gerade mal hier, es gibt verschiedene Kacheln, Alter und Geschichte ausgewählt. Und wir haben jetzt hier das Baujahr mit den bereits eingetragenen Baujahr-Informationen zu den Gebäuden. Oder beispielsweise auch den Baustil, geht so Richtung, ob es eher so ein Plattenbau ist, sage ich mal so platt, oder Jugendstil oder Barock, haben wir in Dresden auch in der Altstadt natürlich einige Gebäude. Also kann man hier quasi dort weiter eintragen. Es gibt Nutzungsinformationen, zum Beispiel hier ist es denn eigentlich nur ein Wohngebäude oder ein Nicht-Wohngebäude oder eine gemischte Nutzung, also ein sehr einfaches Level, sodass man, wenn man das gerne beantworten will, einfach das eintragen kann. Oder aber auch dann hier detaillierte Sachen, zum Beispiel Anzahl Wohnungen, Klingelschilder zählen, ist jetzt noch nicht so oft eingetragen worden. Aber das ist halt auch spannend, so wie dicht ist in so ein Gebäude eigentlich gepackt mit Wohnungen, also auch so Richtung Wohnfläche oder Wohnvolumen, kann man dort quasi auch dann weitere Sachen später mit solchen Daten untersuchen. Es gibt einen Füllstand leer. Hier sieht man einfach nochmal, wie viele Merkmale wurden denn pro Gebäude schon erfasst. Also gerade so hier in der Altstadt weiter recht viele Merkmale pro Gebäude. Und wenn ich jetzt mal hier eintrage, das ist jetzt eine sehr einfache Sache. Ich sage mal, das Gebäude hier unten ist vom Typ freistehend. Also das ist natürlich, was man jetzt mit GIS-Daten einfach ableiten kann, aber Häuserreihe, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das automatisch ableiten zu lassen. Ich speichere das jetzt, bin angemeldet, brauche einen Account dafür, jetzt ist es quasi eingefärbt, so ja, wird die Karte dann bunt. Oder ich könnte jetzt genauso auch sagen, hier das andere Gebäude ist, oder ich nehme mal hier das Stadion, ist auch freistehend und ich verifiziere den Wert, dann erscheint das hier drüben. Ich hoffe, man kann sehen, also dass man quasi auch dann Informationen mitgeben kann, wie viele Leute sagen denn, dass dieser Wert richtig ist, also für eine Auswertung später. Oder man kann oft auch Datenquellen angeben, ob das jetzt eine Vor-Ort-Einschätzung war oder irgendwie aus einer Literatur etc. Also auch da sind Möglichkeiten drin. Es gibt hier verschiedene Verlinkungsmöglichkeiten. Hier dieser Standort, Kategorie oder Kachel, wo man dann auch noch zu OpenStreetMap weiterkäme, um da nochmal auch nachzuschauen, wo natürlich ja auch viele Informationen dort vorliegen. Das ist so. Und man kann jetzt Wikidata noch manuell Verlinkung eintragen und dann dorthin gehen, Wikipedia-Seite manuell anspielen oder beispielsweise auch historische Karten von dem sogenannten virtuellen Kartenforum, der SLUB, also der Bibliothek in Dresden, hier weitergehen über das Zentroid, also den Schwerpunkt des Gebäudes, komme ich jetzt hier nochmal zu einem neuen Tab an die Stelle von dem Kulturpalast in der Altstadt in Dresden und könnte mir jetzt hier in diesem Kartenarchiv historische Karten raussuchen, um dort auch nochmal nachschauen zu können. Ja, so viel vielleicht als kleiner Einstieg zur Anwendung selbst und das zeigt nochmal so den allgemeinen Workflow-Account, Gebäude wählen, eintragen, speichern. Es ist ein klassischer Aufbau, quasi mit einem Frontend in React programmiert, mit einer Schnittstelle mit Express.js, Backend mit Mapnik als Kartenerinnerer, der dann die Kartenteils ausspielt und einer Datenbank PostgreSQL PostGIS, also recht normal inzwischen eigentlich eine Open-Source-Welt bewährt. Wir haben noch ein Dashboard, was aktuell leider nur intern erstmal läuft, aufgrund limitierter Zugänge, weil es auch erstmal eine kostenlose Version dort ist, mit Grafana, um dort quasi so die Nutzungsaktivitäten nochmal anschauen zu können. Und es werden auch noch weitere Karten eingebunden, also auch OpenStreetMap Hintergrundkarte, die ihr ja schon sehen konntet, oder auch weitere historische Karten kann man auch noch umschalten direkt. Es gibt 7 Kategorien oder Kacheln aktuell, die man gerade auch schon gesehen hat, zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten, die eintragbar sind. Es gibt noch weitere, die hier so ein bisschen ausgegraut sind, die quasi aus Cardium London kommen, aus diesem Forschungsnetzwerk.
wo das so ein einheitliches Bild erstmal gibt und die man jetzt auch nach und nach auch noch aufbereiten, übersetzen kann ins Deutsche und freischalten kann. Also das ist so ein Prozess, der auch noch anhält. Und hier sind noch Beispiele für mögliche Gebäudemerkmale aufgezeigt. Es ist Open Source und Open Data, wie ich schon gesagt habe. Es gibt aber auch lokale Anpassungen in Projekten, sodass wir quasi eben auch ein bisschen individuelle Features noch haben, wo wir auch mal gerade noch im Gespräch sind, was ist da eigentlich die beste Versionierungsstrategie jetzt zwischen verschiedenen GitHub-Repositories, dem Core, wie wir jetzt nennen, und den lokalen, dort quasi das wieder hin und her zu schieben mit Pull-Requests etc., um das dort quasi dann zu harmonisieren, zu synchronisieren. Die Daten, die Gebäudemetrien sind aktuell von der Stadt Dresden, das virtuelle 3D-Stadtmodell, genutzt. Die Merkmale stehen dann selber unter der ODBL 1.0-Lizenz, wie auch OpenStreetMap, allerdings mit einer anderen Namensnennung, eben jetzt quasi KMU Dresden Contributors. Es gibt noch einen Standort-Button, wo man auch dann zu der Koordinate, wo man quasi befindet, hin navigieren kann. Resilienzkachel, die könnt ihr euch gerne anschauen, die ist auch mit dabei. Da geht es quasi um diese Themen mit Extremwetterereignissen, also wie Resilienz im Gebäude gegenüber Starkregen-Einwirkungen oder Hitzebelastung im Sommer. Da quasi verschiedene Merkmale, die dort dafür sinnvoll wären. Und die Datenverlinkung habe ich eben schon ein bisschen gezeigt, also dass man da auch noch Richtung Sichtbarkeit oder auch maschinelle Weiternutzung der Daten ein bisschen was vereinfacht. Gemappt wurde aufgrund häufig dann in der Altstadt und in der näheren Umgebung. Dort ist so eine Häufung zu sehen. Hier vom September letzten Jahres haben wir nochmal einen Stand, also dieser morphologische Typ, ob es freistehend ist oder nicht, der wurde sehr häufig, weil er auch sehr einfach natürlich zu mappen ist, erfasst. Das ist die Frage, ob es Wohngebäude ist oder nicht, auch noch recht häufig. Nummer von Hauptgeschossen, also bis zum Traufe, bis zum Dach. Bildung, Gebäudenutzung, Baustil etc. Also ein kleiner Überblick hier, wie häufig so die Merkmale erfasst wurden. Jetzt komme ich noch zu einer Möglichkeit, wie auch ein Kollege jetzt bei uns dort weiterarbeitet, also mit diesen Beobachtungen, die wir jetzt haben. Hier 1500 knapp zur Anzahl geschossen. Jetzt mal eine Vorhersage auf die Grundgesamtheit, also auf 135.000 Gebäude in Dresden zu realisieren mit dem XG Boost Prediction KI-Algorithmus. Das sieht dann erstmal so aus quasi, also das quasi als stellvertretende Merkmale werden die Gebäude-Shape-Indizes genutzt. Das sind sowas auch wie Volumen oder Umfang etc. von dem Gebäudegeometrie-3D-Modell, die dann stellvertretend trainiert werden mit diesen Beobachtungen von Citizen Science-Daten und dann aber wieder Rückschlüsse auf alle Gebäude erlauben, weil die für alle vorliegen. Und mit einem Referenzdatensatz der TAD Dresden, der hier tatsächlich auch vorliegt für Anzahl Geschosse, kam dann in dem Fall raus, auch ein bisschen experimentell, dass quasi so der Fehler unter 1 liegt, der Quadratfehler. Also quasi schon vielversprechend, das ist immer eine Sache, wie weit kann man dann mit den KI-Ansätzen dort Dinge rausholen mit relativ wenig Beobachtung, mit vielen Unsicherheiten. Und das ist quasi jetzt eine mögliche Anwendung. Es gibt noch viel, viel mehr. Also jeder kann natürlich die Daten herunterladen und auch einfach eigene Fragestellungen damit untersuchen, die einen gerade interessieren. Aber das ist eine Variante, wie man jetzt mit diesen Beobachtungen, die bereits drin sind, weil es oft auch eine Frage ist, schon Ergebnisse bekommen kann, ohne dass jetzt 100% eines Merkmals, also alle Gebäude erfasst sind. Das ist gar nicht mal das Ziel. Wäre natürlich schön irgendwann, aber ist gar nicht so das Ziel. Komme ich zum Fazit. Also es wurden knapp 22.000 Merkmale erfasst. Ungefähr 100 Personen haben dort bisher mitgewirkt. Wir haben letztes Jahr eben viele Formate dort erprobt und auch Wissenstransfer geleistet, eben gerade weil wir halt ins Gespräch gekommen sind durch diese verschiedenen Veranstaltungen in der Stadt Dresden über die Themen. Das war immer sehr schön gewesen. Die lokalen Partner waren wichtig, gerade zum Beispiel die städtischen Bibliotheken oder eben die städtischen Sammlungen, das Museum in Dresden, um als auch Multiplikatoren zu fungieren. Zum Beispiel auch gibt es ein DLR School Lab an diesen städtischen Sammlungen, wo wir dann dort Praktika veranstalten konnten mit den Schülerinnen und Schülern, die das dann kennenlernen konnten. Open Data, Open Source, auf jeden Fall sehr wichtig, also gerne auch GitHub, Zenodo, Wikiversity vorbeischauen oder auch Social Media Kanäle. Und Herausforderungen waren zum Beispiel gewesen, so die Kommunikation, Koordinierung, die erfolgt natürlich aus dem Projekt und die ist recht ressourcen- und zeitintensiv, also das muss man bei Citizen Science mit einplanen, dass das quasi sehr wichtig ist, dort wirklich ein Schlüssel zum Erfolg ist. Es gab zum Teil datenschutzrechtliche Diskussionen oder Feedback von Bürgerinnen und Bürgern, quasi, wo es halt auch Unterschied gibt, das, was jetzt rechtlich erlaubt ist oder wo vielleicht auch eine Grauzone beginnt und zu dem, was eigentlich jetzt quasi in der Warnung der Menschen dort okay ist und was nicht. Also welche Informationen möchte ich eigentlich in so ein Portal eintragen und welche auch nicht. Wie geht man da? Also das kann man auch gerne noch weiter beforschen. Das ist auch sicherlich sehr spannend.
oder auch so die domainübergreifende Abstimmung, das war jetzt doch recht breit angelegt, weil wir so viele Themen damit eigentlich abbilden mit den Gebäudemerkmalen. Vielleicht kann man das nächste Mal auch sagen, man nimmt nur einen Stadtteil und nur ein Thema und ist damit vielleicht nochmal konkreter auch in der Ansprache von Citizen Scientists. Diese Plattform wird quasi weiter als Forschungsinstrument bei uns genutzt, ist auch dauerhaft mit unserem Forschungsdatenzentrum am IOR, also Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden, dort vorgehalten. In diesem Forschungsnetzwerk, diesem Canyon Cities Research Program, sind wir quasi jetzt so Koordinator von diesem European Hub, also in Europa, in Schweden, in Griechenland und Großbritannien zum Beispiel Projekte zu koordinieren oder auch eben Ansprechpartner für neue Initiativen, die das gerne in zum Beispiel in Hamburg oder woanders gerne umsetzen möchten. Es gibt Ideen oder auch zum Teil konkrete Planungen für Weiterentwicklungen, zum Beispiel auch so Usability für mobile Endgeräte, da ist viel noch zu machen, weil es ursprünglich eine Desktop-Anwendung war. Wir doktern gerade immer so ein bisschen klein rum, dass manche Sachen sich verbessern, aber eigentlich bräuchte es nochmal einen großen Wurf, dass man sagt, das ist doch noch mal ein Responsive Design App, die genau für Smartphones auch gut geeignet ist. Dashboards sind auch viele Ideen, die da im Raum stehen, wie man das noch grafisch auch so die Aktivitäten auf der Plattform vielleicht verdeutlichen könnte. Gamification hat man auch eine Studierendenarbeit letztes Jahr gehabt, die da Sachen untersucht hat, quasi wie man so mit Belohnungen, mit spielerischen Elementen dort vielleicht arbeiten könnte. Genau, und es gibt gerade noch ein Projekt, Building Trust, da geht es so Richtung Datentreuhändermodelle, also wie quasi sehr sensible Daten zu Gebäuden im Energiebereich, wie zum Beispiel, das könnte Energieverbrauch sein oder Energieträger, den man nutzt oder andere Sachen, die man jetzt keinesfalls vielleicht in so einer Plattform teilen möchte, wie die mit diesen Data Trust, also Datentreuhändermodellen, quasi gespendet werden können für konkrete Zwecke, also wo dieser Datentreuhänder inzwischen eben auch technisch ist mit solchen Konnektoren, die dann dort das gewährleisten, dass nur der erlaubte Zweck für Forschung und Planung beispielsweise dann da zulässig ist mit den Daten, wo vielleicht auch noch irgendwie eine Win-Win-Situation entsteht, wo man vielleicht noch irgendwie bei Steuern oder bei Energiezertifikat eine Erleichterung bekommt, wenn man das erstellen möchte über eine Behörde. Genau, da sind wir quasi dran, auch bei dieser Energiekachel oder Kategorie, die dann dafür anzupassen. Das Projekt läuft jetzt aktuell und da werden wir die Erfahrung mit reinnehmen und dort weitergehen. Dann bedanke ich mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Noch kurz der Hinweis, in Dresden gibt es noch so eine Konferenz im Juni. Da geht es um Flächennutzung und Geodaten. Gerne dort anmelden, wenn da Interesse besteht. Und ja, bedanke mich und stehe für Fragen gern zur Verfügung. Ja, vielen Dank. Und wir fangen am besten klassisch wieder mit den Fragen mit dem meisten Voting an. Kann man ein automatisches Harvesting von OSM, ALK, ALKIS einrichten? Sorry. Gute Frage. Also dann sind aber so technische und rechtliche Fragen, die man da eigentlich dann mit betrachtet. Also rechtlich wäre auf jeden Fall die Sache mit der Lizenz, dass man das dann quasi gut trennen müsste, welche Daten jetzt aus OpenStreetMap automatisch reingeladen werden. Und das ist jetzt nicht der Fall, das war gerade noch nicht der Anspruch, aber die Frage stellt sich ja berechtigterweise, also genauso wie die Frage natürlich, warum eigentlich das ein extra Projekt ist, gibt es Vor- und Nachteile, warum nicht alles in OpenStreetMap zum Beispiel gemacht wird. ALKIS ist auch mal eine Sache, das ist ja das Liegenschaftskataster, das ist ja oft auch sehr limitiert. Aber natürlich auch, also gerade die tatsächliche Nutzung, also die Landnutzung eines Flurstücks, auch sehr relevant und in der Richtung gehen wir weiter. Also dass diese Bulk-Uploads, das ist jetzt unser nächstes Thema, wie wir quasi auch das noch als Datenplattform sehen, nicht nur die crowdsourced erfassten Informationen reinzubringen, sondern auch solche existierenden Datensätze. Ja, also ja. Ich glaube, da knüpft so ein bisschen die nächste Frage dran an. Können Sie automatische Daten aus anderen Quellen beziehen, wie zum Beispiel vom Bauamt und alles automatisiert also die Daten übernehmen? Es sind eigentlich also ähnliche Fragen. Also wir hatten auch in Workshops, die wir hatten auch zu Beginn des Projekts, das hatten wir auch von der Stadt und von Ämtern Alter dort Leute eingeladen und mit dabei. Und das sind natürlich spannende Fragen, weil man kommt ins Gespräch, wie kann man die Daten nutzen, wo sind dann Hürden? Also wir gehen da weiter und da gibt es zum Teil auch Gespräche, sodass das denkbar wäre. Es gibt auch eine andere Variante, das heißt diese Realtime-Verbindung, die quasi auch mit vorgesehen ist, dass einfach nur Daten jetzt nicht bei uns in der Datenbank liegen, sondern quasi eben wie ein Livestream dazu geblendet werden. Also das wäre auch möglich, weil sich natürlich immer die Frage stellt, wer die Daten hostet, ist es am besten derjenige, der die eben auch betreibt und wartet und aktualisiert. Und da hätte man natürlich dann auch die Diskrepanz, wenn die bei uns liegen. Und die rechtlichen Fragen kommen dazu. Genau, also das geht in die Richtung, ja. Neben den Input
Daten und den Fragen dazu gibt es eine zweite Fragerunde oder Themenfeld, sage ich mal. Fangen wir mal an mit der Frage, werden die Daten zurzeit in OSM zurückgespielt? Also wie weit können eure Ergebnisse wieder in die Quellen zurück? Ja, nein, werden nicht. Da hat man auch neulich in OpenStreetMap-Stammtisch in Dresden drüber diskutiert, dass es eben die rechtliche Seite, also die ist, die jetzt eben hier eigentlich ja die Behördeleiter ist. Also wir haben zwar dieselbe ODBL-Lizenz, aber eben eine andere Namensnennung und damit hat ja quasi, haben beide Projekte ihr Recht auf ihre eigene Namensnennung. Das würde quasi ja in der ODBL von OSM dann eigentlich verschwinden. Und also gerne auch Ideen liefern. Vielleicht gibt es da auch Beispiele von anderen schon solchen Verknüpfungen. Also gerade so dieses Organized Mapping oder Organized oder Guidelines, dafür ist ja mit OSM auch wieder, immer wieder Thema mit Pro und Contra. Zum Teil ja auch nicht gerne gesehen, dass man einfach quasi massenweise Daten reinbringt. Zum anderen natürlich, weil beide Projekte jetzt so crowdsourced einfach bottom-up mit Daten gespeist sind, stellt sich die Frage natürlich erst recht eigentlich, also das, weil sie so ähnlich in Teilen sind. Genau, bis jetzt wäre der Weg quasi OSM-ID und OSM-Type haben wir bei uns drin, also auch ob das jetzt ein Array oder eine Relation ist, sodass es eindeutig ist und darüber kann es quasi verknüpft werden. Das wäre gerade der Weg dann, ja. Also ich sag mal so, im Verhältnis zu den anderen Vorträgen sind hier relativ viele OSM-Fragen drin. Ja, also gerne im Hinterkopf behalten, da vielleicht zu gucken, weil die zweite OSM-Frage zieht jetzt nicht auf den Rückfluss an, aber so ein bisschen systemseitig sind die Daten in OSM-Fragezeichen. Was ist das Tagging-Schema? Genau, das wäre jetzt die Sache, wie rum das gemeint ist. Also das Tagging-Schema in OSM, ob es darum geht, dann, aber das ist wahrscheinlich ja sicherlich, das ist wahrscheinlich ja bekannt, aber da haben wir ja hier, also gerade Kulturpalast ist, glaube ich, so ein Beispiel. Also eben mit Building, mit dem Key Building und dann gibt es nochmal so verschiedene Subkeys, nenne ich es jetzt mal. War auch zum Beispiel, es ist halt auch sehr unterschiedlich, ich hatte mir das am Anfang angeguckt, diese Merkmale sind sehr interessant, aber auch eben oft wirklich nur irgendwie 0,3% oder so erfasst. Also ich hatte mal, ich wollte ja gerade anklicken, das geht gerade nicht so richtig. Ich hatte mal geschaut, so für Material und Fassadenfarbe oder anderes, das gibt es in OSM schon auch vorgesehen, aber es ist quasi ja noch sehr gering, was natürlich wieder heißt, umso spannender ist, wenn man das eigentlich zusammenbringen kann. Also hier sehen wir nochmal Building Architecture, Color, Material. Also wir haben hier quasi im Tagging-Schema bei OSM auch eine Reihe von Merkmalen. Das Kalum-Projekt ist ja in London entstanden, auch aus der Wissenschaft heraus. Und da ist quasi so die Stoßrichtung, ist jetzt nicht Community-getrieben per se, sondern erstmal, dass quasi verschiedene Player aus der Forschung oder Planung sich zusammengesetzt haben und diskutiert haben, was könnte vielleicht relevant sein, auch welche Kategorien man auswählen kann. Und das ist ein Punkt neben anderen, warum quasi das ein bisschen eine andere Perspektive ist. In OSM würde es ja so Community-getrieben quasi wachsen, das Technik-Schema, was sehr cool ist. Und das hätte dort, also ja, vielleicht manchmal ein bisschen Diskrepanzen dann, weil man das jetzt auch nicht überrumpeln wollen würde, dass man einfach ein fremdes Datenmodell irgendwie reinbringt. Das ist ja erst recht nicht gewünscht. Genau. Sonst noch mal eine systemseitige Frage. Stichwort mobile Anwendung und Gamification. Mhm. Habt ihr auch Street Complete bereits angeschaut und wäre das eine ähnliche Anwendung? Wäre diese sinnvoll? Wir haben es jetzt nicht, also ich kenne Street Complete, aber nicht gezielt diesbezüglich untersucht, weil die Frage sich erstmal in diesem, es war auch ein recht kurzer Projektzeitraum letztes Jahr, nicht gestellt hatte, weil die Plattform erstmal existierte, die wir haben. Ich weiß gerade nicht genau, inwiefern man Street Complete auch umlenken kann technisch auf eine andere, auf ein anderes Backend. Also unter der Prämisse, dass wir quasi jetzt nicht beide Projekte vereidigen können, gerne auch ja, auf mich zukommen, weil wir da schon ein bisschen auf der Suche sind, das nochmal eben, wie wir so eine mobil, ja, wo die Endgerät-taugliche Version dort nutzen können. Und genau, also prinzipiell sollte das dann machbar sein oder eben auch mit anderen Esputi oder anderen Apps dort. Dann noch eine Frage aus dem Chat. Welche Input-Variablen wurden für das ML-Modell zur Vorhersage der Anzahl Stockwerke verwendet? Wurde die Location-Nachbarschaftsinformation vom Gebäude encodiert? Genau, also das, der Ansatz ist dabei erstmal, dass man an die Gebäudemerkmale anspielt, also ableitet, eben genau wie so eine Geschichte, wie gerade auch genannt wurde, das ist da alles möglich, um quasi
den Gebäude Merkmale zu geben, die man flächenmäßig für alle zum Beispiel 125.000 Gebäude in Dresden breit, also ableiten kann mit den Daten, die man hat, und die dann stellvertretend nutzt, um anhand dessen jetzt mit den wenigen Beobachtungen das zu lernen, wo dann der Zusammenhang ist, und dann wieder diesen stellvertretend nutzt und auf alles schließt. Also der Ansatz ist auf jeden Fall so. Konkret also gerne eine Mail nochmal an uns schreiben, weil diese Shape-Indizes, die ich erwähnt habe, also wo quasi sowas wie Umfang, Volumen und anderes dort reingehört, das müsste der Kollege sagen, was er dort genau genutzt hatte. Zumindest weiß ich auch von anderen Projekten, wo es um andere Fragestellungen geht, aber auch mit KI-basierten Gebäudevorhersagemodellen, dass genauso so eine Nachbarschaften oder vielleicht so dichten Minimum Spanning Tree, wie viele Gebäude sind da in der Nähe, das wird da gerne genutzt. Oder Zentralität ist noch so ein Begriff, ob das Gebäude eher eigentlich in der Nähe von so einem Zentrum einer Stadt sich befindet oder weiter weg, peripher liegt. Also das sind alles Merkmale, die da zur Beschreibung mit genutzt werden. Also gerne auf mich oder ja, zukommende Mail schreiben. Gibt es uns Fragen aus dem Publikum? Mhm. Mikro? Ja. Also das Mikro muss leider mitwandern. Sonst als Info, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Minuten noch bis zum nächsten Vortrag. Ich würde die Zwischenzeit, die letzten 5 Minuten, einfach trotzdem für Fragen etc. nutzen. Ist das eigentlich? Ja. Ich habe folgende Frage. Ist es ja nicht eigentlich grundsätzlich schade, dass man da ein Parallelprojekt zu OpenStreetMap macht? Genau. Und wenn die Daten ja mindestens in gewissen Kriterien und im Tagging-Schema von OpenStreetMap vorhanden wäre, dann wäre es ja grundsätzlich sinnvoll, dass diese Daten, wo es ein Tagging-Schema in OpenStreetMap gibt, in OpenStreetMap eingetragen werden und nur diese Daten, die dann eigentlich zweifelhaft sind, dass man die nicht im OpenStreetMap haben will, dass man dort eine separate Datenbank führt. Weil so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein Konkurrenzdatensammlungsprojekt zu OpenStreetMap und fördert eigentlich die Qualität von OpenStreetMap in keiner Art und Weise. Eigentlich schade. Ja, nee, das teile ich schon auch. Also das sind verschiedene Sichtweisen, die ja auch in mir existieren, weil ich eben auch dort OpenStreetMapper mit bin oder auch aus dem Entwicklerteam von dem Projekt hier, auch aus London, sind auch einige quasi, die bei OpenStreetMap sehr aktiv mit dabei sind. Genau, also das ist ein berechtigter Hinweis. Also es ist halt wirklich, wie so ein Projekt entsteht, ist, glaube ich, hier ein Punkt, wie ich vorhin schon mal meinte, dass es halt so diese Denkweise doch ein bisschen anders ist und deswegen, ja, das sicherlich schade ist, dass es jetzt nicht zu einem frühen Stadium genauso wie gesagt wurde, erfolgt ist. Das wäre natürlich ein Weg, genau, also so diese Datenmodelle anzupassen. Im Moment läuft es eben eigentlich immer darauf hinaus, dass man quasi jetzt, wenn man eine Anwendung damit bauen will, würde man sich jetzt Daten von OpenStreetMap und zum Beispiel von KI Dresden ziehen, zu sich, dort sich eine Verknüpfungsvorschrift überlegen oder auch eben eine Datenmodellmigration, was natürlich dann Arbeit macht, das ist richtig, das sehe ich auch genau. Das ist jetzt der Weg. Genau. Aber ja, gerne auch noch weiter darüber sprechen. Ich sehe den Punkt definitiv, hat einige Nachteile. Ja. Gibt es noch eine abschließende Frage im Publikum? Dann würde ich die letzte jetzt aus dem Chat stellen. Wenn die Daten aus dem ArcGIS genommen worden wären, hätte man die Gebäudenutzung extrahieren können. Warum wurde das nicht gemacht und oder welche Hindernisse gab es? Genau, also ArcGIS, amtliche Liegenschaftskataster, hat eben die tatsächliche Nutzung, die auch pro Bundesland wieder unterschiedlich semantisch, also detailliert vorliegt oder nicht. Aber es gibt sie, sehr richtig. Wir haben quasi bei dem Projekt gesagt, wir stützen uns erstmal auf diesen Crowdsource, also Bottom-up-Ansatz, dass wir eine leere Karte haben und die langsam bunt wird. Das war so eine Motivation mit. Also das Projekt ist letzten Jahres im März, also ungefähr 5 Jahre begonnen. Und da war es eine Überlegung, jetzt noch nicht gleich die Karte zu füllen mit vielen existierenden Daten, weil diese existierenden Daten auch immer ihre Stärken und Schwächen haben. Also das ist ja eigentlich auch bekannt, dass quasi amtliche offene Daten vielen großen Mehrwert bieten. Wir freuen uns alle, wenn sie offen sind. Und dennoch sind sie auch nicht frei von Fehlern. Also auch dort gibt es Aktualitätsengpässe, veraltete Daten, Lücken im Datensatz etc. Was ich meinte zu diesem Bulk Massenuploads, ist das auch eine denkbare Variante, auch die noch reinzubringen. Aber hier war quasi der Ansatz, erstmal eben Crowdsources zu machen. Und wir hatten auch schon ein bisschen geguckt, quasi datenqualitätsmäßig zu vergleichen mit eben solchen anderen Datensätzen. Das kann man natürlich auch am besten, wenn man es noch nicht gemischt hat, sondern erstmal noch getrennt voneinander hat. Ja, vielleicht so viel.
Ja, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, dann geht das in 5 Minuten weiter. Wir bleiben inhaltlich eigentlich in der Domäne Gebäudedaten. Und ja, danke dir, Theodor, für den zweiten Vortrag und viel Spaß noch.